Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt. Wir schauen uns Trainqiu an. Das ist ein Spiel, das bereits seit 2021 im Early Access ist. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ein einziger Dude, der hier eine fiktionelle Strecke gebaut hat. Aber was mich da im Spiel am meisten interessiert hat, ist, dass wir hier quasi einen Conductor-Mode haben. Und der ist ganz schön umfangreich. Nicht so billig wie der in Train Sim World. Und genau den schauen wir uns heute mal an. Also wir werden nicht fahren, also nicht selber fahren, sondern wir spielen mal Schaffner, wenn man so möchte. Und ja, als erstes, was wir uns hier mal anschauen, ist quasi die School, die Schule hier. Und dann gehen wir mal ganz kurz durch, was es denn heißt, dass wir hier da Conductors Work machen können. So, bitte einmal anklicken. Okay, Departure 1. Erstens, Signal checken. Also schauen, dass das Signal hier nicht rot ist. Und ansonsten, wenn wir das Signal nicht sehen, den Wiederholer prüfen. Dann die Abfahrtszeiten sollen wir prüfen. Dann Broadcast the Door Closing, Broadcast and Close Train Doors. Also Broadcast the Door will close and close the doors about 7 to 10 seconds before departure time. So that the train can depart at the departure time. Soll heißen, wir sollen 7 bis 10 Sekunden, bevor der Zug eigentlich abfahren soll, announcen, dass die Tür zugehen und dann soll man die Tür auch zumachen. Dann soll man schauen, dass hier diese Lampen ausgehen, wenn wir die Türen hier schließen. Auf der zweiten Seite. Abfahrtssignal geben mit einem Buzzer. Dann set safety check at departure. Monitor the safety of the train side until the train has finished advancing from the platform. Handle the emergency brake switches when there is a danger, such a passenger coming into contact with the train. Also wir sollen einfach aufpassen bei der Abfahrt, dass da wirklich alles sicher ist. So, dann rearward check. When the train has finished advancing on the platform, look backward to check the passengers or objects falling onto the tracks and to see if there are any abnormalities on the platform. Also wenn wir dann wegfahren sind, soll man nach hinten schauen, ob da nicht irgendwelche Sachen aufs Gleis oder so gefallen sind, dass da halt alles okay ist. Dann müssen wir noch Announcements abspielen und das dann korrekt, einerseits bei der Abfahrt und kurz bevor wir dann ankommen. So, zwischen der Station sollen wir wieder mal nach hinten schauen. At passenger stations, please look backward and check for any abnormalities. Haben wir schon gehabt und Monitoring of cabin and driving conditions. Also wir sollen dann auch reinschauen, ob hier innen drin im Zug soweit noch alles okay ist. Dann, Stopping. When a stop is approaching approximately 600 meters, send a signal to the driver by 2 beeps of the buzzer. Driver wants with a single buzzer sound. Okay. Wir sollen zweimal den Buzzer drücken, bevor der Stopp kommt. Finde ich interessant. Dann nochmal den Broadcast machen und Side Safety Check nochmal machen. Okay. Dann, das ist nur wichtig. When a train stops at the station, check the stop position. Also wir müssen einfach schauen, dass wir hier auf der richtigen Position angehalten sind. Also alles zwischen da und beim Haltemarkierung mit einem Strich dürfen wir da einfach nicht drüber sein. Das ist das maximale Limit. Ansonsten, wo steht es nochmal? Kommandantor, ja genau, wir betreten das ein Accident. Also als, wenn wir das jetzt nicht richtig einhalten. Okay, Stopping 3. Wir sollen den Schlüssel reintun für die Türsteuerung, Türen aufmachen. Und dann schauen, dass die ganzen Lampen angehen. Okay, ganz schön viel Info auf einmal. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir gehen jetzt mal hier auf Operation. Na, Moment, das war jetzt noch die School-Sache. Nochmal eins back. Conductors Work. Working. Select from Timetable. Machen wir mal. Hä? So, was machen wir denn? Semi-Express, Express, Local, Local, Out of Service. Irgendwas ein bisschen später. Haben wir irgendwas, was im Depot startet? Vielleicht. Machen wir mal das da. Enohara Depot und fährt dann weiter nach unten. 21 Minuten plus minus. Ja, machen wir mal den. Okay, das sind unsere Stops soweit. Aber das ist, warte mal, das ist jetzt not in service.
bis Hamazono, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Tatehama, Satsaishin Enohara Depot. Und dann Hamazono ist der erste Halt. Nee, mach mal anders. Hau mal den hier. Okay. Start. Ja, der Ton ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und die Grafik ist halt auch nicht die neueste, aber ich glaube, es kann trotzdem Spaß machen, aus Kontakte zu arbeiten. Na komm, du schaffst es. Also beim ersten Mal hat es nicht ganz so lange gedauert. So, loading on train data. Lass mich jetzt rein. So, das ist unsere Ansicht. Wir sind hier ganz hinten. Wir sind hier auf dem Depotgleis und wir sollen ihm erstmal die Abfahrt geben. Sender Departure Signature Driver bei Wasser. Biki. Machen wir mal. Okay. Zug fährt ab. Mit Numpad 4 können wir hier mal rausschauen. Und das hat er geheißen, zweimal im Wasser drücken zum Anhalten. Hätten wir mal gemacht, wobei ich glaube, jetzt hier beim ersten ist vermutlich ein bisschen unnötig. Was soll das da eigentlich sein? Ja, nicht hinterfragen. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wie man die Notbremse betätigt. Ich hoffe, wir brauchen sie nicht. So, liebe Leute, zurückbleiben. Und wir sind richtig angehalten. So, Türen auf. Oh, du meine Güte, die Displays funktionieren sogar. So, Scheduled Departure Time ist um 9 nach. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, gut. Jo. Keine Ahnung, was da unten steht. Wir können mit 2 wieder nach innen gehen. Hier drin. Ja, nee, alles gut. Da schaut eigentlich soweit alles normal aus, bis auf den Typen da. Interessante Sitzposition. Kein Kommentar dazu. 30 Sekunden noch. Ich will da pünktlich ankommen heute. 3番線 から各駅停車館浜行きが発車します。閉まる扉にご注意ください。Ah, okay. Signal ist auf grün. Tja, Türen zu. Ich das hinaus. Okay, Wasser gedrückt. Schauen wir, dass hier nichts passiert. Irgendwas ist da. Ah ne, okay, das war nur so ein Grafikding. So, dann schauen wir mal nach hinten. Oho, yes. Was? Seid ihr für die Check failed? 本日も立浜電鉄をご利用くださいましてありがとうございます。ああ、マネージャーの電車は各駅停車立浜行きです。この電車は浜園から全車両準急立浜行きに変わります。次は江ノ原です。Thank you for taking Tatehama Railway. This train is local train bound for Tatehama from Hamazono Station.This train will become a semi-express bound for Tatehama. The next station is Enohara. So, da muss ich jetzt nochmal eine zweite Ansage hier machen. Und geh mal bitte rüber. 500 Meter davor. まもなく、Enohara, Enohara です。
Enohara. We are soon arriving at Enohara. Okay, stopp sein Wasser, das hat er jetzt auch mitgenommen. Sehr gut. Alle schön hinter der Linie. So muss das sein. Aber ich muss das im Edit definitiv leiser machen. Zeit sei für die Check at Arrival. 6 両、停車ホーム、よし。あ、停車のオフ。回避、よし。信号、よし。Scheduled departure time. Machen wir nochmal das Tor closing Ding. Sokuto, よし。Okay, diesmal warte ich, bis wir noch komplett weg sind von der Plattform. Okay. Nach hinten. Hoch, hoch, yes. Alles super. Hey, komm, spiel ab. The next station is Shin-Nozaki. Ah, ich glaube, ich möchte mal nach draußen sehen. Ja, also gewinnt keinen Preis, was das Optische betrifft. Geht da mehr um die Simulation. Ja, ich glaube, können wir mal so machen. Shin-Nozaki. We are soon arriving at Shin-Nozaki. Und wieder rausgucken. Ja, leider ist die Strecke halt nicht lang mit ungefähr 16 Kilometern. Aber sie meinten, sie werden das erweitern. Wann das passiert? Keine Ahnung. Abfahrt 25. Oh, Leute, redet doch nicht aneinander rein. Was bist du? Okay. Abfahrt. Alle safe hier. Möchte man eigentlich nur noch so einen Fahrgastmodus? Okay, nach hinten schauen. Hoho, yes. Ja, alles gut. The next station is Araigawa. Oh, warten wir da auf die 500 Meter. Mamonaku, Araigawa, Araigawa desu. Araigawa. We are soon arriving at Araigawa. Ah, Gott sei Dank gibt's da englische Ansagen. Sonst so kein Plan, was die da sagen. So, der sieht doch gut aus. 6 両、停車ホーム、よし。回避、よし。信号、よし。So, schnell einsteigen, wir fahren hier gleich ab. J
Ja, dann halt nicht, ne? Tokuto yoshi. Abart. Wer nicht will, der hat schon. Es muss wohl passieren, dass diese HP-Bar nach unten geht. Hoho, yes. Nice. Nichts runtergefallen. The next station is Hagoromobashi. Aber es wird dem Spiel schon nicht schlecht tun, wenn man hier ein bisschen grafisch was macht. Damit es ein bisschen glaubwürdiger ist. Hagoromobashi. We are soon arriving at Hagoromobashi. Aber der wird doch nicht einfach durchfahren, wenn ich jetzt in den Wasser nicht gebe, oder? Ja, bei der nächsten Station probiere ich das mal, dass ich den Doppelpass zum Anhalten nicht mache. Also hier sind die Marker. Okay, wir sind zu lang. Das ist auch interessant. Sind auch nur die Türen vorne aufgegangen. Okay, machen wir mal Türen zu. Und ab. Oh, Scheiße. Oh, das war zu früh. Woher hat er gewusst, dass er nur vorne die Türen aufmachen muss? Oder hat das der Fahrer schon eingestellt? Hoho, yes. Okay, wunderbar. Okay, das ist irgendwas Längeres. This train will become a semi-express bound for Tadahama. The next station is Hamazono. Please change here for the GAR line. After leaving, Hamazono will be Komano. Mamonaku, Hamazono, Hamazono desu. GAR 線はお乗り換えです。この電車は Hamazono から全車両準急館浜行きに変わります。Hamazono の次は Komano に停まります。Hamazono. We are soon arriving at Hamazono. Please change here for the GAR line. From Hamazono station. This train will become a semi-express bound for Tadahama. After leaving, Hamazono will be Komano. Tadahama 53. ご注意ください。Was fängst denn du schon zum Piepsen an? Ist doch alles gut. Kein Stress hier. Okay, nicht aus, abfahren. Skip zu Saki. Aha. Also Buzzer einfach nicht drücken. Es gibt auch auf der Steam-Seite Links zu den Plänen vom Fahrplan her und wo welche Station ist. Das wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich das hätte. Komano. The next station is Komano. After leaving, Komano will be Tatahama. Ja, ich weiß ja nicht. Schedule Passage Time. Komm mal auf die andere Seite. Nee, ich möchte auf der anderen Seite rausschauen. Ah.
okay. Check die. Hä, warum? Ah, okay, oh, alles klar. Es gibt DJ Jaga, also noch ein Ding. Er ist eigentlich noch ganz cool, dass er jetzt so also semi-fast ist. Boah, das ist so laut. Das muss ich wirklich gewaltig unterregeln dann. Schau mal ein bisschen nach draußen, sehen wir ein bisschen mehr. Ah, wir sind so an einer Art Küste jetzt. Und check the rear. Ja, sieht alles gut aus. Also die Landschaftsgestaltung ist sehr minimal. Nicht mal ein Baum oder so etwas. Geschweige denn ein Auto, was hier rumfährt. Naja, gehen wir wieder auf die Viererseite. Ich möchte 4. Ah, nächste Station, wieder nach hinten gucken. Nein, nach hinten gucken. Hoho, yes. Okay. All it's safe. Warum schaut er denn wieder nach vorne? Das ist so dumm. Ja, jetzt hat er hier wieder failed. Naja. So, next stop, Komano. Mamonaku, Komano, Komano. Komano. We are soon arriving at Komano. Okay, wunderbar. Sauber angehalten. Wenigstens echt mal ein Spiel, wo diese Monitore funktionieren. Okay, Abfahrtssignal ist auch schon auf grün. Kein Stress. Wir haben noch ein bisschen Zeit für die Abfahrt. Okay, alles Monitor zu. Yes. Nächster Halt, Tatehama. Ah cool, da funktioniert es ja auch noch.
後方よし。よ、あれ、デュード。Und hier drin auch noch. Oh ja, genau. Komm, abspielen. The next station is Tatehama, the last stop of this train. Oh, sind wir schon am Ende. Ja, eben. Es ist halt nicht sehr lange. Aber ich glaube, wir schauen uns nochmal so einen Expresszug an. Checkt was? Die andere Seite? Warum Numpad 6 jetzt auf einmal? Ah, okay, alles klar. Okay, der Sound ist jetzt gerade irgendwie mega schräg und kracht ein bisschen. Ich glaube, da hinten ist ein Prellbock, so langsam wieder reinfährt. Guck mal, Jung, stehen bleiben. Kiesel auf. Ah, right side, okay. Und open. Kaichi, yos. Ja, okay, und dann einfach Türen zumachen, oder? Okay, er macht's von selber. Oh, okay, 94,9%. Safety 86,6. Oh, aber ansonsten, der ganze Rest soweit gut. 93,2%. Okay, das hat irgendwie was. Okay, schauen wir uns doch mal kurz einen Expresszug an. Conductor's Work. Ist jetzt eigentlich eh egal. Moment. So, Select from Timetable. Wir nehmen jetzt mal so einen Express. Das ist ja wieder so einer Semi-Express. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht so ein anderer Zug mal. Local Rapid Express. Ah, fuck, jetzt habe ich aus Versehen gestartet. Ah, das wollte ich jetzt nicht. Okay, Leute, da mache ich mal kurz einen kleinen Cut für euch, denn... Das müsst ihr jetzt echt nochmal abwarten. Singo, das. Ja, oder auch nicht. Ja, nein. Okay, Exit. Kann ich denn mit dem Expresszug hier nicht irgendwie fahren? Guck mal, without scoring. Semi-Express neigt. Waiting for train passing. Ah, da werden dann die unterschiedlichen Features mit anzeigt. Okay, das ist aber wieder der. Ah, Driving Track. Oh, interessant. Interessant, da wird dann noch anzeigt, wo man hier halten wird. Nicht schlecht. Schauen wir uns das mal kurz bei so einem Local an. Ja, Tatsache. Bleibt dann hier zum Beispiel stehen, dann Waiting for Train Passing. Und hier auch nochmal. Ich glaube, das werde ich mir noch ein paar Mal anschauen. Und eben da oben ist die Strecke, die noch nicht fertig ist.
Also das ist der Teil, den man jetzt hier momentan fahren kann. Und nach rechts geht es eigentlich noch weiter. Ja, interessant. Ach, warte mal, da links unten sehe ich eine Vorschau, welcher Zug das ist. Und vermutlich können wir mit dem Express nur selber fahren. Könnte man es eigentlich mal ausprobieren. Driver's Work. Driving without scoring. Ah ja, da, out of service, jetzt dieser komische Rote da. So, wir schauen mal ganz kurz rein. Ah, das Klavier ist so unnötig beim Starten. Spatz, das. Okay. Alles klar. Gibt's Außenkamera? Ich. Kaiso. Do not depart until there's a buzzer signal from the... Aizu yoshi. Shinko. Kaiso. Bring the notch towards you to depart. Ja, wie kann ich mit der Kamera wieder zurück? Dankeschön. Z-Key. The stop position is forward. Please proceed. Ach so, ich muss hier mehrmals drücken. Hassha. 20 秒円. 30 km ist der. Speed checked. 30. Was ist denn das Gegenteil von... Okay, ich habe die Cinematic-Kamera gefunden. Kann ich denn hier bremsen? Das ist schneller werden. Also, wie kann ich denn hier bremsen? Dass ich mit dem Zug bremsen kann. Das ist die Bremsentaste. Okay, ich habe die Notbremse gefunden. Alles klar. The emergency brake has been applied. Ja, ich weiß. Okay, ja. Ich weiß nicht, wenn man mit dem Zug hier bremsen kann. Das ist halt beschleunigen. Man kann die Kanne voll durchdrücken. Oh, wisst ihr was? Wir probieren mal aus, was passiert, wenn man so schnell fährt. Aber vermutlich haut er mir dann gerade wieder die Notbremse rein. Weil er hat ja gemeint, 30 km/h ist überwacht. Segen, Kaijo. Okay, passiert nochmal noch nichts. Kaiso, Enohara, Zuka. Oder ich darf jetzt aber wieder 100 fahren. Mann, das ärgert mich. Ich weiß nicht, wie bremsen. Shinko. Jo, da kommt die Bremse. Segen 65. Okay, Leute, ich glaube, wir lassen das. Ich muss dazu erstmal, glaube ich, ein kleines Training machen, wenn man das Teil fährt. Aber wie gesagt, der Zugbegleiter-Modus hat mich eigentlich mehr interessiert, als wie das Fahren hier. Ja, darf der Game selbst euch doch vielleicht mal ein bisschen ein Beispiel, wenn man es mitunter machen kann. Also, mal gucken. Vielleicht kommt da nochmal irgendwas. Aber für 18 Geld könnt ihr euch das mal holen im Early Access, wenn euch das zusagt. Die Strecke ist halt einfach nicht so lang. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, ja, für 18 Euro 16 Kilometer Strecke, dann kann ich halt fahren und halt noch da Zugbegleiter sein. Muss jeder für sich selber wissen, ob er das Geld dafür ausgeben will. Aber ich fand es mal interessant, das mal hier so auf einer fiktiven japanischen Strecke zu machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo und dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.